will dich küssen, ob ich nicht von deinem Gift noch Läuterung erhalte und den Weg des Todes mit dir gehe. Romeo und Julia auf der Burg Leuchtenberg. Es ist eine Inszenierung des Landestheaters Oberpfalz, das sich die Ruine im Landkreis Neustadt an der Waldnaab als Wunschbühne ausgesucht hat. Ist natürlich für uns auch eine tolle Kulisse, die Burg Leuchtenberg, ist aber auch unheimlich attraktiv für die Zuschauer. Man geht auf Burg Leuchtenberg ins Theater. Es ist einfach nach wie vor Freilichtbühne in historischen Gemäuer. Das historische Gemäuer stammt aus dem 12. Jahrhundert, war der Stammsitz der Landgrafen von Leuchtenberg und liegt an den alten Handelsstraßen zwischen Bayern und Böhmen. Leuchtenberg gilt als eine der meistgerühmten Burganlagen des Grenzraumes und ist Wahrzeichen des gleichnamigen Marktes. Die Burg Leuchtenberg bedeutet grundsätzlich die gesamte Identität. Daher haben wir unseren Namen, das ist unser Aushängeschild, das ist unser Merkmal weit und breit in der mittlerweile ganzen Oberpfalz und noch darüber hinaus. Die Burg Leuchtenberg gibt uns sehr vieles, natürlich als touristischer Magnet. Das zieht die Leute hier nach Leuchtenberg. Den Charme macht natürlich das aus, dass hier die Burg Leuchtenberg nicht umsonst in manchen Büchern benannt wird als Akropolis der Oberpfalz. Wird auch gerne genutzt übrigens als Hochzeitsort und dadurch natürlich, das ist unser Merkmal schlechthin. Und das war sie schon immer. Schließlich kamen unzählige Kaufleute aus ganz Bayern und Böhmen hier vorbei. Wenn auch nicht immer ganz legal, weil sie nicht den vorgeschriebenen Weg auf der Goldenen Straße der böhmischen Krone über Weiden und Tachow nahmen, sondern direkt durch das Gebiet der Leuchtenberger Landgrafen zogen. Es entstand ein ganzes System von Straßen, die von Böhmen, von der Oberpfalz nach Böhmen gingen und wieder zurück. Und eine der privilegiertesten war die Goldene Straße. Karl IV. Hat diesen Weg befohlen. Und zwar, er wollte auf eigenem Grund und Boden von Nürnberg nach Prag. Und deswegen hat er diesen Weg, den alten Weg über Wernberg, Pfraumberg nach Prag, hat er praktisch verboten. Entlang der sogenannten verbotenen Straße gab es natürlich allerhand Gaunereien und menschliche Schicksale und sogar einen bedeutenden Mordfall, an den dieses Sühnekreuz bei Leuchtenberg erinnert. Es war der 15. April 1595. Der reichste Pilsner Viehhändler Vinzenz Reisig kam von Nürnberg mit guten Geschäften und er wurde hier vor Oberlind überfallen, ausgeraubt und getötet. Die Akten liegen im Archiv in Pilsen. Ich habe sie mal bekommen und weiß, der Mörder wurde also gefasst. Voller Geschichten steckt auch die Burg selbst. Sie kann von April bis Oktober besichtigt werden und dabei verrät Burgwartin Rita Lingel viele davon, wie die Geschichte des Burgfräuleins. Das Ganze hat sich vor gut 800 Jahren hier zugetragen. Damals lebte hier eine Landgrafstochter. Sie war 16 Jahre alt. Der Vater musste auf einen Kreuzzug vorziehen. Zu seiner Tochter aber sagte er, solange er nicht nach Hause zurückgekehrt ist, darf sie nicht alleine dieses Gemäuer verlassen. So schlich sie sich, still, heimlich und leise, aus dieser Burg an den Wachen vorbei, bis sie zu einem großen alten Baum kam. Unter diesem Baume saß gerade ein Hirte, der seine Schafe hütete. Sie setzte sich zu ihm, legte eine kleine Rast ein. Und als die beiden so nichtsahnend unter diesem Baume saßen, kam der Vater des Weges. Sah von weit her sein Töchterlein, zum einen nicht zu Hause, wo sie hätte sein sollen, und zum anderen, Sie können sich sicherlich denken, der fremde junge Mann neben seiner Tochter, nicht standesgemäß. Blind vor Zorn ließ er sofort an Ort und Stelle Strafgericht abhalten. Das heißt, dieser Hirte wurde zum Tode verurteilt und an diesem besagten Baume erhängt. Und seine Tochter musste wieder mit zurück in unsere Burg. Und zur Strafe ließ er sie bei lebendigem Leibe dort oben in dieser Ecke einmauern.
Das ist der Wohntrakt der damaligen Burgherren. Auf dieser Ebene waren die Wohnräume. Dann haben wir hier auf dieser Ebene noch einen Erker, der damalige Aborterker. Es war ein kleines Türmchen mit angemauert und im Türmchen befand sich nur ein Brett mit einem Loch. Und ja, dann hieß es freier Fall nach unten. Kuriositäten, Anekdoten und Sagen ranken sich um dieses kulturelle Baudenkmal im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Und eine Besonderheit gibt es dabei. Diese wunderschöne Burg Leuchtenberg war nie im Besitz der böhmischen Krone. Es gab lediglich die Beziehungen zwischen zwei Landgrafen, und zwar das Brüderpaar Ulrich und Johann dem I. Johann der I. hatte das Privileg, in die Tischgesellschaft Karl des IV. Aufgenommen zu werden. Er wurde auch eingesetzt als oberster Verwalter für das Gebiet Neuböhmens. Und noch einen Bezug gibt es zu Böhmen, zu der Stadt Bzymda mit der markanten, von einem Oberpfälzer gegründeten Steinburg. Die Bewohner waren nämlich mal für kurze Zeit Untertanen der Leuchtenberger Grafen. Hier sind wir jetzt in unserer Dürnitz. Deren Geschichte wird bei einer Führung durch Burg Leuchtenberg begreifbar. Lebendige bayerisch-böhmische Geschichte. Und der Blick von 611 Metern Höhe oben auf dem Bergfried zeigt, diese Region ist grenzenlos.